Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 23. Das ist eine vereinbarte Debatte zum Internationalen Frauentag. Und jetzt bitte ich insbesondere die Männer, Platz zu nehmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesministerin Dr. Franziska Giffey. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Tag in jedem Jahr, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das Thema Gleichstellung ist, wie wichtig es ist, für die Frauenrechte einzutreten und dass vom Thema Gleichstellung nicht nur Frauen profitieren, sondern dass all das, was wir dort tun, allen in der Gesellschaft zugutekommt. Wir haben am Mittwoch den Entwurf für eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung in die Ressortabstimmung gegeben. Es ist das erste Mal tatsächlich, dass es so eine Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung, die in allen Ressorts abgestimmt ist, gibt. Und das ist ein wichtiger Schritt, um ganz klar zu sagen, es ist ein Thema nicht nur fürs Frauenministerium, sondern für alle, die in der Regierung auf allen Ebenen Verantwortung tragen. Wir wollen ermöglichen, dass Frauen die gleichen Chancen in Wirtschaft, in Politik, in Familie bekommen, dass Väter und Mütter sich gemeinsam um Kinder und Haushalt kümmern können, dass sie aber auch Familie und Beruf und auch Pflege und Beruf vereinbaren können. Das ist Gleichstellung, die unser Leben tatsächlich besser macht. Und Gleichstellung ist kein Naturgesetz. Wir müssen etwas dafür tun, damit wir weiterkommen. Und wenn ich mir alleine ansehe, wie der Anteil der Frauen im Bundestag aussieht, heute ist er ja ganz gut vertreten, aber wenn wir es in der Gesamtheit sehen, dann wissen wir, dass wir 31,2% der Abgeordneten nur haben, die Frauen sind. Das sind 6% weniger als in der letzten Legislaturperiode. Heute sitzen also 14 Frauen weniger in diesem Saal, wenn alle Plätze besetzt sind. Und das, obwohl wir 79 mehr Abgeordnete haben als in der letzten Legislatur. Und viele von Ihnen, auch die heute hier sind, die kämpfen für die Parität, für 50% der Macht in den Händen der Frauen und 50% der Männer, weil so ja auch die Bevölkerung verteilt ist. 50% der Mandate im Bundestag. Ich finde, das ist ein gutes politisches Anliegen und all diejenigen Parlamentarier, die sich dafür einsetzen, sie haben meine volle Unterstützung. Aber Frauen sind nicht nur in der Politik unterrepräsentiert, sondern auch in der Wirtschaft in Spitzenpositionen. Und deshalb sehen wir, dass wir auch hier Handlungsbedarf haben. Deshalb habe ich gemeinsam mit Justizministerin Christine Lambrecht den Gesetzentwurf für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen auch so weit vorgelegt, dass wir ihn jetzt in die Ressortabstimmung gegeben haben. Wir wollen, dass wir mehr Frauen auch in der Wirtschaft in Führungspositionen haben, weil wir glauben und überzeugt sind, dass das auch zukunftsfähig ist und dass wir das brauchen, damit in Deutschland sich die Wirtschaft und die Gesellschaft gut entwickelt. Und wir wollen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Auch der Bund muss hier zeigen, dass er etwas tut, 50-50, auch in den Bundesbehörden, in den Führungspositionen des Bundes. Das ist uns wichtig. Wir sehen, dass überall da, wo Frauen in der Politik dabei sind, in den Gemeinderäten, dazu gibt es eine aktuelle Studie, dass in dem Moment, wo Frauen Verantwortung tragen, plötzlich die Themen stärker behandelt werden, die für Frauen wichtig sind, dass die Ausgaben für die Kinderbetreuung um 40% schneller erhöht werden als in anderen Gemeinden. Das ist nur ein Beispiel. Aber es geht nicht nur um Frauen in Führung, es geht auch und nach wie vor um den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Es geht darum, dass wir darüber reden müssen, dass viel zu viele Frauen von Gewalt betroffen sind
Und das ist ein großes Thema. Und ich bin deshalb sehr froh, dass wir in diesem Jahr zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik auch ein Bundesförderprogramm gemeinsam gegen Gewalt an Frauen starten. Es ist gestartet. Wir unterzeichnen die einzelnen Vereinbarungen mit den Ländern. Und wir haben 120 Millionen Euro für die nächsten 4 Jahre zur Verfügung, um die Frauenhausinfrastruktur, um die Beratung zu verbessern und auszubauen. Und das ist ein wichtiger Schritt. Wir haben dieses Jahr 2020 unter das Thema auch der Gleichstellung ganz gezielt gesetzt. 2020 ist das Jahr der Gleichstellung. Wir bringen die Gleichstellungsstrategie des Bundes auf den Weg. Wir haben das Bundesprogramm gegen Gewalt an Frauen. Wir werden das Thema Gleichstellung zu einem Leitthema in der europäischen Ratspräsidentschaft machen. Und das ist wichtig, dass wir das auch europäisch diskutieren. Und es geht nicht nur um die Themen, die ich genannt habe. Es geht auch und immer wieder um das Thema Entgeltgleichheit, um Transparenz, um die Frage, wie können wir die Lohn- und Rentenlücke angehen. Und wie können wir endlich soziale Berufe so aufwerten, dass sie adäquat bezahlt sind? Und der Internationale Frauentag, der ist ein guter Anlass, genau diese Themen auch auf die Agenda zu setzen und die Frauen nicht nur zu feiern, sondern auch zu fordern, dass es noch viel zu tun gibt, um Unterstützung zu generieren und um viele Menschen an Bord zu holen. Dazu dient heute auch diese Debatte. Darüber bin ich sehr dankbar. Lassen Sie uns das gemeinsam denken und lassen Sie es auch so denken, dass Gleichstellung immer nur in Partnerschaftlichkeit funktioniert. Wir brauchen auch die Männer, die sich engagieren für dieses Thema, und deshalb ein ganz klarer Appell auch an die Männer, die das tun müssen, weil sonst wird Gleichstellung nicht funktionieren. Ich danke Ihnen. Viel Applaus vor allem von den Frauen hier im Plenarsaal des Deutschen Bundestages für die letzte Bemerkung der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey. Wir sind in der Debatte zum Internationalen Frauentag, und da spricht jetzt Mariana Haider-Kühnel für die AfD-Fraktion. Die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Was hat sich für Frauen und Mädchen in Deutschland verändert? Was zum Guten, was zum Schlechten? Gut und richtig ist, den Kampf der Frauen für Gleichberechtigung in Erinnerung zu rufen und die mit diesem Kampf erzielten Erfolge, das Frauenwahlrecht, die Freiheit und die Emanzipation der Frau, die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung. Aber damit meine ich echte Gleichberechtigung im Sinne von Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, keine Gleichstellung. Chancengleichheit muss selbstverständlich gegeben sein, da sind wir uns alle einig. Chancengleichheit bedeutet aber nicht, dass der Staat in typischen Männerberufen, in sämtlichen Gremien und Parlamenten und in sozialistischer Manier eine Frauenquote von 50% erzwingen muss. Chancengleichheit bedeutet vielmehr, dass es Frauen und Männern in ihrer freien Entscheidung möglich sein muss, all diese Tätigkeiten ausüben zu können, wenn sie das möchten. Sie hingegen machen Frauen da zu Opfern, wo sie gar keine sind. Schweigen aber dröhnend laut dort, wo Frauen zunehmend zu Opfern werden. Sie führen einmal mehr Phantomdebatten. Ihnen geht es um die gendergerechte Verhunzung der deutschen Sprache. Ihnen geht es um Unisex-Toiletten. Ihnen geht es um Frauenquoten sogar bei Straßennamen. Früher hat uns die ganze Welt für unsere Dichter und Denker und um unsere Ingenieurskunst beneidet. Und heute? Heute lacht man uns aus, weil wir Millionen an Gender-Institute verpulvern, die an der Entwicklung eines 71. Geschlechtes basteln. Ihr Kampf für Gleichberechtigung ist längst zu einem Kampf um Privilegien verkommen. Sie fordern Frauenquoten, aber bitte nur in Wohlfühlberufen. Quoten für Lehrstühle an der Uni, Quoten in Aufsichtsräten großer Unternehmen, Quoten in hohen Managementpositionen. Warum fordern Sie eigentlich keine Frauenquoten bei Militäreinsätzen im Ausland? Nicht beim Bau oder bei der Müllabfuhr? Ihre Quotenforderung ist nichts anderes als die für Sie typische konformistische Rebellion. Eine Rebellion, die in Wahrheit gar keine ist. Es ist kostenfreier Gratismut. Sie ecken nirgendwo an, wo es wehtun könnte. Sie spielen Rebell, im sicheren Wissen, die Medien und den politischen Mainstream auf ihrer Seite zu haben. Und sie schmücken sich dann mit so edlen Begriffen wie Haltung, Mut und Zivilcourage.
Meine Damen und Herren, Zivilcourage bedeutet aber nicht, mit dem Mainstream einfach mitzuschwimmen, sondern sich, wenn nötig, diesem Mainstream entgegenzustellen. Und das tut in diesem Land nur eine Partei, und das ist die AfD. Wo ist denn Ihre Zivilcourage, wenn in deutschen Städten wie auf der Kölner Domplatte zahllose Frauen Opfer von Sexualdelikten werden? Wo ist Ihr Mut, wenn es darum geht, klipp und klar die wahren Ursachen für zunehmende häusliche Gewalt, Zwangsheiraten, Genitalverstümmelung, Kinderehen und Ehrenmorde zu benennen? Wo ist Ihre Haltung, wenn es darum geht, Frauen vor einer Unterdrückung durch Menschen aus patriarchalischen Gesellschaften zu schützen? Da hört man aus Ihrer Ecke zumeist erstaunlich wenig. Nein, Sie haben eben keine Zivilcourage. Ja, Sie haben eine Haltung, aber leider die falsche. Und nein, Sie sind nicht mutig, weil Sie den Mund immer dann halten, wenn Sie ihn eigentlich zwingend aufmachen müssten. Und ja, wir brauchen eine neue, ehrliche Debatte über Frauenrechte. Frauenrechte zu stärken ist aktuell wichtiger denn je. Dabei geht es aber nicht um Genderwahn oder darum, wie man Eltern politisch korrekt benennt. Nein, vielmehr geht es darum, dass wir Frauen im Deutschland des 21. Jahrhunderts uns das Recht zurückerkämpfen müssen, angstfrei und ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen zu können. Es geht darum, echte Wahlfreiheit zu haben als Frau und als Mutter und sich auch für drei Kinder und mehr entscheiden zu können, ohne sich einem Armutsrisiko auszusetzen. Es geht darum, dass Frauen und Mädchen sich so kleiden dürfen, wie sie möchten, dass sie nicht schon als kleine Kinder Kopftücher tragen müssen, die ein freies Rennen, Spielen, Schwimmen geradezu unmöglich machen und die Unterdrückung der Frau von Kindesbeinen an zur zweiten Haut werden lassen. Es geht darum, dass Frauen und Mädchen alle Bildungsangebote wahrnehmen dürfen. Chancengleichheit, Sie erinnern sich. Insbesondere auch für Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Es geht darum, importierte patriarchale Strukturen wieder aufzubrechen. Es geht um Null Toleranz bei der zunehmenden Gewalt gegen Frauen. Null Toleranz, egal ob bei häuslicher Gewalt, Kinderehen, Zwangsheiraten oder Genitalverstümmelungen. Wo bleibt bei diesen Themen Ihr lauter Aufschrei? Wo? Durch Ihr politisch korrektes, kultursensibles Schweigen machen Sie sich mitschuldig. Mitschuldig daran, dass die über Jahrhunderte hart erkämpften Freiheiten der Frauen in Deutschland schleichend immer weiter eingeschränkt und gefährdet werden. Viele Frauen und Mädchen trauen sich abends nicht mehr allein zum Joggen oder auf die Straße, meiden bestimmte Stadtteile, Schwimmbadbesuche werden zum Spießrutenlauf. Das ist leider die bittere Realität für Frauen in ihrem besten Deutschland, das es je gab. Aber Sie stören sich lieber daran, dass es immer noch Gentlemen gibt. Männer, die Frauen aus dem Mantel helfen, die Frauen die Türe öffnen, die Frauen im Bus ihren Platz anbieten. Viele von ihnen halten solche selbstverständlichen Freundlichkeiten für eine patriarchale Anmaßung, für das Ergebnis eines patriarchalen Frauenhasses, wo es doch nichts anderes ist als eine tradierte Ehrbekundung des Mannes an die Frau. Meine Damen, nicht der alte weiße Mann ist der Feind der Frau im 21. Jahrhundert. Es ist ihre utopiebesoffene Multikulti-Politik, deren Folgen für viele Frauen zum realen Albtraum werden. Und wenn man die neuesten Bilder von den Gewalttätigkeiten an der griechisch-türkischen Grenze sieht, ahnt man noch Übleres auf uns zukommen. Es wiederholt sich gerade das, wovor wir als Einzige immer gewarnt haben. Und es sind erneut die Frauen hierzulande, die das ausbaden müssen. Mein Appell an Sie: Beenden Sie endlich Ihren konstruierten Kampf der Geschlechter. Männer sind nicht unsere Gegner, sie sind unsere Partner. Lassen Sie Leistung und Qualifikation entscheiden, keine Quoten. Denn keine Frau möchte als Quotenfrau abqualifiziert werden. Hören Sie auf mit Ihrem Kampf gegen die Natur. Lassen Sie Frauen als Frauen und Männer als Männer glücklich sein. Öffnen Sie endlich die Augen für die Probleme der Frauen in Deutschland. Ansonsten machen Sie sich weiterhin mitschuldig. Und ich bezweifle sehr, dass kommende Generationen Ihre Politik noch bejubeln werden. Kehren Sie stattdessen zu den Kernzielen echter Frauenrechtlerinnen zurück. Freiheit, Sicherheit, Schutz vor Gewalt, Gleichberechtigung. Damit haben Sie im Deutschland des 21. Jahrhunderts leider genug zu tun.
Denn all diese mühsam erkämpften Rechte der Frauen sind aufgrund ihrer Politik in höchster Gefahr. Mariana Haarder-Kühnel für die AfD-Fraktion mit einem, unter anderem mit einem Votum gegen die Quote. Leider sagt sie nicht, wie mehr Frauen in Führungspositionen kommen und zu einer besseren und vor allem gerechteren Bezahlung kommen sollen. Nächste Rednerin Nadine Schön, stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Das Jahrzehnt der Frauen, das haben um den Jahreswechsel gleich mehrere Zeitschriften und Zeitungen getitelt. Die 20er Jahre, das stehe fest, würde das Jahrzehnt der Frauen. Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, Jennifer Morgan als erste Frau im Vorstand des größten deutschen Softwarekonzerns, Christine Lagarde als Chefin der EZB. Ja, das sind gute Entwicklungen. Und die 20er Jahre können wirklich das Jahrzehnt der Frauen werden. Aber wir haben auch bedenkliche Entwicklungen. Nach wie vor stirbt jeden Tag eine Frau an den Folgen von Gewalt. Der Frauenanteil in deutschen Parlamenten und Räten nimmt eher ab als zu. Mobiles Arbeiten und Homeoffice, die digitale Welt, bieten ganz große Chancen, können aber auch leicht zum Karrierekiller für Frauen werden, nämlich dann, wenn vor allem derjenige beste Karrierechancen hat, der lange im Büro sitzt. Frauenbilder, die über soziale Netzwerke und Plattformen vermittelt werden, sind leider oft stereotyp und oft auch sexistisch. Und dass die neue digitale Welt in Startups und Tech-Unternehmen mehr von Männern gestaltet wird als von Frauen, wird nicht nur im Silicon Valley mittlerweile als Problem erkannt. Wir sehen also, es ist keine Zwangsläufigkeit, dass die 20er Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden. Wir haben eine Verantwortung als Politik und als Gesellschaft. Machen wir die 20er Jahre zu einem Jahrzehnt der Frauen in der Politik. Die aktuelle Situation kann uns nicht zufriedenstellen. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei 31%, in den obersten Bundesbehörden, in den Führungsetagen bei 36%. Für die Verwaltung sieht das Bundesgleichstellungsgesetz vor, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in Führungspositionen vertreten sind. Und hier müssen wir als Bund auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und auch im Parlament wünschen wir uns eine paritätische Aufteilung. Und deshalb finde ich es schade, dass wir uns nicht darauf einigen konnten, wie wir es besprochen hatten, eine Kommission, in dem Fall eine Enquete-Kommission, einzusetzen. Aber die Hauptverantwortung liegt natürlich bei den Parteien. Und hier gibt es einiges zu tun. Das können wir alle, kennen wir alle aus unserer tagtäglichen Arbeit vor Ort. Es gilt, Strukturen zu ändern. Wir brauchen eine andere Ansprache für Frauen. Wir brauchen eine Offenheit, eine Kultur der Offenheit in unseren Räten, in unseren Ortsverbänden. Wir müssen Frauen ermutigen, mitzumachen, gemeinsam mit uns die politische Zukunft zu gestalten. Und das Gleiche gilt für die Arbeitswelt. Machen wir die 20er Jahre zu einem Jahrzehnt der Frauen in der Arbeitswelt. Denn auch hier gilt, gemischte Teams sind besser als Teams, die überwiegend aus Männern bestehen. Im Schnitt sind sie, das ergeben Studien, fast 20% produktiver. Das haben Unternehmen erkannt und setzen auch ganz gezielt auf Diversität. Und auch unsere Gesetzgebung hat dazu beigetragen, den Wandel zu beschleunigen. Dort, wo es feste Quoten gibt, ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten von knapp 22% im Jahr 2015 auf 34% im vergangenen Jahr gestiegen. Er hat sich also um 50% erhöht. Aber auch dort, wo die flexible Quote gilt, hat sich der Frauenanteil um 50% erhöht, in diesem Fall von 13,7% auf 21,6%. Und als Union sagen wir, wir setzen weiter auf die Kombination von fester Quote und Flexiquote. Es muss weiterhin eine positive Entwicklung geben, das werden wir genau beobachten. Aber was nicht sein kann, ist, dass es nach wie vor Unternehmen gibt, die sich für Aufsichtsräte und Führungspositionen eine Zielgröße null geben und das noch nicht mal begründen. Und ganz besonders am Herzen liegt mir der Bereich der Digitalisierung. Die Digitalisierung bietet gerade für uns Frauen ganz große Chancen.
Denn in der digitalen Welt sind Fähigkeiten, die vor allem Frauen zugeschrieben werden, besonders wichtig. Teamfähigkeit, vernetztes Denken und Arbeiten, auch eine empathische Art der Führung, das wird immer mehr verlangt in Unternehmen, weil die digitale Welt eben vernetzt ist. Und der Satz, dass sich durch Digitalisierung alles ändert, den kann man ja eigentlich nicht mehr hören, aber er stimmt. Und wenn er stimmt, sage ich, wenn sich durch die Digitalisierung alles ändert, dann müssen Frauen auch beim Bilden, bei der Erschaffung dieser neuen digitalen Welt auch dabei sein. Wirft man aber einen Blick in die großen Tech-Unternehmen, wirft man einen Blick darauf, wer Unternehmen in unserem Land oder auch weltweit gründet, wer Start-ups gründet, dann sind da auch hier die Männer überrepräsentiert. Nach dem aktuellen Female Founders Monitor liegt der Frauenanteil bei Gründern bei nur 15%. Und das ist zu wenig. Wenn die neue digitale Welt gebaut wird, müssen Frauen dabei sein. Und deshalb ist es wichtig, Frauen zu motivieren, Unternehmen zu gründen, Netzwerke zu stärken, die Gründerinnen unterstützen, schon in der Schule anzufangen mit Coding und MINT-Bildung und auch bei unserem neuen großen Projekt, nämlich dem Zukunftsfonds, wo wir einen Fonds von fast 10 Milliarden Euro auf den Weg bringen, den Gedanken, dass Frauen mit zu Gründerinnen und Investorinnen werden, mitzudenken, das bei den Strukturen zu berücksichtigen. Wir brauchen die Frauen. Wenn die Zukunft digital gebaut wird, müssen Frauen dabei sein. Wir haben uns also gemeinsam in der Hand, dass die 20er Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden, in Politik, in Arbeitswelt und auch im Bereich der Digitalisierung. Wir haben also vieles zu tun. Unter diesem Zeichen sollte der diesjährige Weltfrauentag stehen. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicole Bauer, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe hier für eine Generation der Chancenverwirklicher, als Vertreterin, als Frau, als Politikerin, die Chancen ergreifen und ermöglichen möchte, die Chancengerechtigkeit fordert, verteidigt und sich dafür einsetzt und die Chancenverwirklichung voranbringen möchte. Alle sagten immer, das geht nicht, bis eine kam, die nichts wusste und es einfach machte. Das ist die Generation der Chancenverwirklicher, meine Damen und Herren. Sie will kein Gegeneinander, sondern sie will ein Miteinander der Geschlechter. Sie will die Potenziale bestmöglich entfalten, und zwar unabhängig vom Lebensbereich. Und sie will schließlich eine Kultur, ein Umfeld, das genauso modern und fortschrittsoffen ist wie die Welt, in der wir wohnen. Frauen und Männer sitzen doch eigentlich im gleichen Boot, egal ob es darum geht, Karriere zu machen oder wie man sich die Elternzeit aufteilt. Aber besonders bedeutend wird es, wenn beides zusammenkommt. Wenn es heißt, immer noch zu oft, entweder oder, du oder ich, Familie oder Führungsposition. Wir Freie Demokraten wollen beides. Wir wollen echte Wahlfreiheit für Eltern, für Familien, für Mütter, für Väter, für jeden und jede Einzelne. Das ist das, was Chancenverwirklicher tatsächlich wollen. Wir alle haben unterschiedliche Talente. Diese frühzeitig zu erkennen und zu fördern, und zwar völlig unabhängig vom Geschlecht und von Rollenstereotypen. Das ist ein Anfang. Aber auch die Antworten von morgen werden eines entscheidend mitbrauchen, nämlich die MINT-Bildung. Mathematik, Informatik, Natur und Technik, Forschungsgeist, Lösungsentwicklung, Technologienutzen. All das ist das Potenzial, was wir so sehr nutzen sollten, wenn wir weiterhin Vorreiter werden wollen. Und es ist auch entscheidend, wie wir dabei die Frauen und die Mädchen entsprechend auch davon begeistern können. Denn eines weiß ich, sie können es. Die Frauen, die ich im Ingenieurstudium immer begegnet bin, die waren super smart, aber viel zu wenige. Und genau das ist der Punkt. Es waren viel zu wenige. Wir brauchen viel mehr. Dort müssen wir ansetzen. Andere Länder machen es uns vor. Wir brauchen also Chancenverwirklicher, brauchen ein gutes Talentmanagement. Strategisches Befördern statt wohlmeinendes Fördern. Das brauchen wir. Wir brauchen einen Pool von Talenten, aus denen die Wirtschaft, die Politik, die Parteien, aber auch die Unternehmen schöpfen können. Und meine Damen und Herren,
Wenn wir tatsächlich das hätten und wenn wir eine nachhaltige Lösung hätten, dann bräuchten wir heute keine Diskussion über Parität oder Quoten. Denn was hilft uns denn eigentlich ein Paritätsgesetz, wenn wir auf kommunaler Ebene Frauen gewinnen wollen? Oder was nützt uns eine Vorstandsquote, wenn es immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist? Wir sind in einer dynamischen, vernetzten und hochkomplexen Welt. Die ist so vielfältig und so von Veränderungen geprägt. Starre Quoten für ein Geschlecht, das passt doch gar nicht zusammen. Die Berufe und die Teams, die arbeiten unglaublich unterschiedlich. Die Art und Weise ist unterschiedlich, viel vielfältiger. Und auch Digitalisierung unterstützt das weiterhin. Frau Kollegin Bauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Gerne am Ende. Darin liegen tatsächlich die vielfältigen Chancen. Flexibles Arbeiten, unabhängig von Ort und Zeit. Bessere Aufstiegschancen für ein lebenslanges Lernen und mehr Selbstbestimmtheit und Freiraum. Diese unterschiedlichen Phasen und Rollen im Leben wahrzunehmen. Lassen Sie uns also die Chancen ergreifen und ermöglichen. Lassen Sie uns nicht warten. Lassen Sie uns unseren Beitrag dazu leisten, dass es bei uns in den Köpfen, in einzelnen Parteien, in unserer Politik ankommt. Als freie Demokratin bin ich Fortschrittsoptimistin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns so und nur so gelingen kann. Dankeschön. Dann erteile ich das Wort zu einer Zwischenbemerkung der Kollegin von Storch, AfD. Ja, vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine Frage stellen wollen. Dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben sollen, ist klar. Das ist Gleichberechtigung. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie müssen die Chancen gleich verwerten. Sagen Sie mir, welches Recht Frauen in Deutschland nicht haben, was Männer haben. Was können Frauen rechtlich nicht tun, was Männer tun können? Haben wir da Nachholbedarf? Gibt es irgendetwas? Sagen Sie mir ein Gesetz, ein Bereich, in dem Frauen nicht das machen können, rechtlich, was Männer machen können. Dass das Ergebnis nicht das gleiche ist, das ist immer schwierig. Und wenn wir von 50% Quoten reden, möchte ich auch gerne wissen, wie verträgt sich das mit der Tatsache, dass wir drei Geschlechter haben? Mögen Sie antworten? Frau Kollegin, wenn Sie mir bitte meine Frage beantworten. Sie möchten antworten, bitte. Dann haben Sie das Wort. Ja, ich glaube, der Unterschied ist vor allem darin, mir geht es um Chancen. Ihnen geht es, Sie haben die Frage gestellt, Chancen zu verwerten. Mir geht es um Chancen zu verwirklichen. Ich habe keinesfalls in meiner Rede über Parität gesprochen, sondern ich habe über Talentmanagement gesprochen. Und ich glaube, dass es in unserem Jahrzehnt wirklich Notwendigkeit hat, dass wir uns über Talentmanagement in sämtlichen Ebenen unterhalten. Und genau das ist das Ziel der Freien Demokraten. Dankeschön. Nicole Bauer noch mal mit einer Antwort auf eine Kurzintervention der Abgeordneten von Storch aus der AfD-Fraktion und jetzt Sabine Zimmermann aus der Linksfraktion. Sie ist Vorsitzende im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich würde mich ja wirklich freuen, wenn ich zum Internationalen Frauentag nicht Jahr für Jahr immer wieder auf dieselben Probleme hinweisen müsste. Aber leider hat sich bei der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt in unserem Land nichts geändert. Und meine Damen und Herren der Bundesregierung, das ist Ihre Verantwortung. Das hätten Sie längst ändern müssen, wenn Sie es wirklich ernst meinen mit der Gleichstellung. Noch immer verdienen Frauen in Deutschland rund 20% weniger als Männer. Und niedrige Löhne, meine Damen und Herren, ziehen immer niedrige Renten nach sich. Und die Alterseinkünfte von Frauen sind deshalb um die Hälfte niedriger und oft im Armutsbereich. Und das ist ungerecht und das Ergebnis nämlich Ihrer Politik der letzten Jahre. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, häufiger unter ihrer Qualifikation, aber seltener in Führungspositionen. Wir wissen doch, was das heißt. Weniger Gehalt und weniger Karrierechancen. Wer weniger verdient, steckt eher beruflich für die Familie zurück. Und wer beruflich zurücksteckt, verdient weniger. Durchbrechen Sie endlich diesen Teufelskreis und gehen Sie diese Probleme an, meine Damen und Herren der Regierung. Frauen werden schlechter bezahlt. Frauen leisten aber den größten Teil der Fürsorgearbeit in der Familie. Beides hängt zusammen. Was man von Frauen umsonst erwartet,
wird auch schlecht vergütet. Und Sie, meine Damen und Herren der Regierung, machen dabei mit. Wenn Sie nicht mehr Geld für gute Pflege und eine gute Kinderbetreuung bereitstellen und wenn Sie weiterhin den Mindestlohn klein halten, das sind doch die Hindernisse, die Sie in der Verantwortung haben. Bitte ändern Sie diese. Die Linke fordert gute Tariflöhne in sozialen Berufen genauso wie in technischen, geregelte Arbeitszeiten, nicht mehr als 40-Stunden-Woche, flächendeckende Kinderbetreuung, gute Pflege, vollfinanziert über eine Pflegeversicherung. Das wäre doch eine Politik für Millionen Frauen in unserem Land. Daran sollten Sie arbeiten. Aber wenn der Wille zu grundlegenden Veränderungen fehlt, dann ersparen Sie uns bitte wenigstens Ihre Alibi-Aktionen. Die letzte Bundesregierung kümmerte sich um 20 Aufsichtsrätinnen. Sie, Frau Dr. Giffey, wollen ein paar Dutzend Frauen in Konzernvorständen holen. Schön für die wenigen, die es betrifft, aber reichlich egal für die Mehrheit der Frauen. Aber um die geht es nämlich nicht nur am Internationalen Frauentag. Es geht um die Verkäuferin im Einzelhandel, die einfach keine Vollzeitstelle bekommt und einen Zweit- und einen Drittjob annehmen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Es geht um die Pflegerin, die sich für wenig Geld den Rücken krumm schuftet und ständig aus dem Frei einspringen muss. Es geht auch um die Alleinerziehende, die keinen Kita-Platz bekommt und nicht in ihrem Beruf arbeiten kann. Und ja, es geht auch um den jungen Mann, der Altenpfleger werden will und einen Schreck bekommt, wenn er nachschaut, was er in der Pflege verdient. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Es geht nicht Mann gegen Frau. Es geht um gute Löhne und faire Arbeitsbedingungen für Frauen und für Männer. Dankeschön. Sabine Zimmermann in der Debatte zum Internationalen Frauentag. Bislang haben nur Frauen gesprochen. Und da sprechen drei noch miteinander. Anja Karliczek, die Ministerin, Annette Wiedmann-Mauns aus dem Bundeskanzleramt und natürlich die Bundeskanzlerin. Wer weiß, was sie da gerade erörtern. Aber vorne am Pult Katja Dörner, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gestern haben wir angesichts des rassistischen Anschlags von Hanau über rechten Terror debattiert. Heute sprechen wir zum Internationalen Frauentag und über die Gleichstellung von Frauen und Männern. Warum wähle ich diesen Einstieg? Ich wähle diesen Einstieg, weil Rassismus und Antifeminismus, weil Rassismus und Frauenfeindlichkeit Hand in Hand gehen. Antifeminismus ist eine zentrale Ideologie im Rechtspopulismus und im Rechtsextremismus. Chauvinismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und die sogenannten Manifeste von Rechtsterroristen, ob in Christchurch, in Halle oder unlängst in Hanau. Rechtsextreme sehen in Gleichberechtigung und in der Emanzipation eine Gefahr für eine Ordnung, in der Männer privilegiert und Frauen unterdrückt werden. Und deshalb richtet sich ihr Antifeminismus gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, gegen Geschlechtergerechtigkeit und gegen bunte Familienkonstellationen. Und wir hören das in den Reden der AfD dauernd. Diese Reden triefen von völkischem Frauen- und Familienbild. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Antifeminismus ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr und eine Bedrohung für unsere offene Gesellschaft. Für uns ist klar, Gleichberechtigung ist ein Kern einer demokratischen Gesellschaft. Es ist nicht verhandelbar, dass Frauen ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben, ein Recht auf Selbstbestimmung, ein Recht auf Schutz vor häuslicher Gewalt, dass Frauen selbstverständlich in Führungsetagen gehören und selbstverständlich in die Parlamente, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit bin ich beim Thema Parität. Es ist ein Trauerspiel, dass wir mehr als ein Jahr, nachdem wir gemeinsam 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert haben, nachdem wir eine regelrechte Aufbruchsstimmung zum Thema Parität selbst in der Union beobachten durften, es ist mehr als ein Jahr her, dass Frauen hier im Parlament gemeinsam sich auf den Weg gemacht haben, einen Vorschlag zu machen. Und wir haben immer noch nichts Gemeinsames auf dem Tisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das kann die grüne Bundestagsfraktion auf keinen Fall akzeptieren.
In der kommenden Woche treffen sich die Fraktionsvorsitzenden, um erneut über die Wahlrechtsreform zu sprechen. Und ich sage für meine Fraktion, das Thema Parität muss bei diesem Treffen vor die Klammer. Wir wollen eine gemeinsame Verständigung, wie wir zu Parität im Deutschen Bundestag kommen. Und dabei gehören nicht nur die Landesreservelisten auf den Tisch. Wir wollen selbstverständlich auch die Wahlkreise mit in den Blick nehmen, mit dem Viertel des Himmels, wie die SPD-Fraktion sich das jetzt vorstellt. Damit geben wir Grüne uns nicht zufrieden. Es muss jetzt heißen, beim Thema Parität, Butter bei die Fische. Wir brauchen einen gemeinsamen Vorschlag, und wir stehen bereit, das in der nächsten Woche gemeinsam zu vereinbaren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Katja Dörner, Bündnis 90 Die Grünen, wo sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, aber eben auch Sprecherin für den Bereich, der hier diskutiert wird, in der Debatte über den Internationalen Frauentag. Und wir hören jetzt Güde Jensen aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Gemeinsam mit anderen Kolleginnen hier aus dem Hohen Haus sollte ich dieses Jahr zur 64. Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen nach New York fliegen. Thema dort, 25 Jahre nach Verabschiedung der wegweisenden Pekinger Erklärung, die Fortschritte beim Kampf für die Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen. Die Generaldebatte der Frauenrechtskommission wurde dieses Jahr leider abgesagt. Die grundsätzliche Debatte für mehr Geschlechtergerechtigkeit lässt sich jedoch nicht absagen. Gerade heute gilt es, Bilanz zu ziehen, aber auch Fortschritte stärker einzufordern, um einen gesellschaftlichen Rollback weltweit zu verhindern. Peking verpflichtet uns, der Frauentag mahnt uns und die weltweite Stimmung mahnt uns, Erkämpftes zu erhalten und Fortschritte zu gestalten. Noch immer ist es so, dass Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts in allen Gesellschaften häufiger von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind, auch hier in Deutschland. In der Wirtschaft gilt, je höher die Position, desto geringer der Frauenanteil. Im Bundestag gilt, je größer das Parlament, desto geringer der Frauenanteil. Die Pekinger Erklärung und ihre Aktionsplattform gaben hier schon vor 25 Jahren eine klare Marschrichtung vor. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen mitentscheiden und keine, in der über Frauen entschieden wird, auch nicht am Arbeitsplatz. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes für Frauen in Führungspositionen vor heute genau vor 5 Jahren, auf den Tag genau, bahnt sich der Fortschritt auch in der Privatwirtschaft seinen Weg. Aber das reicht nicht. Wenn wir den Fortschritt in Führung bringen wollen, müssen wir Frauen in Führung bringen. Deshalb muss unser Ziel sein, die Hälfte der Führungspositionen Frauen anzuvertrauen. Und weil wir uns da einig sind, das haben wir schon gehört, haben unsere Ministerin Franziska Giffey, unsere SPD-Ministerin und Christine Lamprecht einen weitreichenden Vorschlag vorgelegt, um auch mehr Frauen in Vorständen von börsennotierten Unternehmen zu bringen. Herzlichen Dank für diese Initiative. Und was wir von der Wirtschaft fordern, müssen wir auch politisch vorleben. Auch in Sachen gleicher Repräsentanz von Frauen und Männern im Parlament steigen die Chancen, dass wir vorankommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zumindest, wenn es nach unserem Vorschlag für ein modernes Wahlrecht geht. Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion die Tür für die Parität durch das Wahlrecht geöffnet. Mit unserem Vorschlag wollen wir in einem ersten Schritt zur nächsten Bundestagswahl nur Parteien zulassen, deren Landeslisten paritätisch abwechselnd mit einer Frau und einem Mann oder umgekehrt besetzt sind. Und an die Kollegin von der CDU, vielleicht sollte man das halt auch mal Herr Merz erklären. Das ist keine Diskriminierung von Männern, das nennt man Gleichberechtigung. Die Tür für Parität steht also offen. Und sehr geehrte Damen und Herren, hier wird deutlich, mit der SPD geht es gleichstellungspolitisch voran. Nicht nur in der Wirtschaft und im Parlament, sondern auch beim radikalsten Ausdruck einer männlichen Dominanz, der Gewalt an Frauen. Unser Ziel ist und bleibt es, die ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern aufzubrechen, die meist Grund für Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft sind. Mit der Förderung von Hilfsstrukturen, der Stärkung von Opferrechten und einer breiten Aufklärungskampagne haben wir schon einiges getan.
Gewalt an Frauen ist aber keine Privatsache, wie etwa Medien oder die mediale Darstellung uns das bei Überschriften wie Eifersuchtsdramen oder Beziehungstaten oft suggerieren, sondern Ausdruck von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Es ist eine Gewalt, die uns alle angeht. Und gerade in dieser Zeit, in der sich Antifeminismus und Frauenhass lückenlos in die Ideologie von Menschen einfügen lässt, die unser gesellschaftliches Zusammenleben im Kern ablehnen, ist es an uns, noch mehr zu betonen, was selbstverständlich sein muss. Wir Frauen gehören dazu, immer und überall. Wir Frauen haben eine Stimme im Vorstand und im Parlament. Wir Frauen sind keine Objekte der Gewalt. Wir sind stark und selbstbestimmt. Und alle, die das nicht anerkennen wollen, allen, die das nicht anerkennen wollen, den stellen wir uns entgegen. Nicht nur am Internationalen Frauentag, sondern an jedem Tag im Jahr. Vielen Dank. Und das war natürlich Josefine Ortleb aus der und für die SPD-Fraktion. Der Ansager ist vorhin ein wenig in der Zeile verrutscht und hat Güde Jensen vorhin schon angekündigt. Die kommt aber jetzt. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Parität, Frau von Storch, ist nicht verfassungsfeindlich, vielleicht verfassungswidrig, aber da kann man ja vielleicht an anderer Stelle noch mal drüber debattieren. Aber jetzt zum Thema. Mein absolutes Lieblingsbuch meiner Kindheit war Lotta aus der Krachmacherstraße von Astrid Lindgren. Und ich denke, beinahe jeder kennt hier die Abenteuer des kleinen, unerschrockenen Mädchens. Vor kurzem bin ich dann auf ein anderes, ganz anderes inspirierendes Buch für junge Mädchen, aber auch für Frauen gestoßen, und zwar Good Night Stories for Rebel Girls, 100 außergewöhnliche Frauen. Mit Geschichten von starken Frauen wie der indischen Boxkämpferin Mary Combe oder der bekannten pakistanischen Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala. In der Türkei hat dieses Buch eine Jugendfreigabe ab 18 Jahren. In Russland wurde die Erzählung über das Transgender-Mädchen Coy Mathis gestrichen. Auch die Zensoren im Iran ließen das Buch erst zu, nachdem sie einige Lebensgeschichten komplett ausradiert hatten. Dahinter, meine Damen und Herren, steckt eine Angst. Eine Angst, dass Mädchen auf dumme Ideen kommen könnten. Auf die dumme Idee, für vollkommene Gleichberechtigung zu streiten. Auf die dumme Idee, freie Entfaltung einzufordern. Auf die dumme Idee, in einer Welt aufwachsen zu wollen, in der nicht durch Vorurteile oder Klischees ihre Lebensläufe klein gehalten werden. Meine Damen und Herren, in Deutschland zensieren wir natürlich keine Kinderbücher, aber auch wir halten als Gesellschaft Mädchen mit Vorurteilen und Klischees immer noch davon ab, ihr Potenzial komplett auszuschöpfen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat sich vor kurzem deutsche Schulbücher angeschaut und hat festgestellt, dass Unternehmerinnen oder Managerinnen eigentlich überhaupt gar nicht vorkommen. Wenn überhaupt, kommen Frauen dort als Kundinnen oder als Arbeitnehmerinnen vor. Über die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen wünscht sich laut Shell-Jugendstudie, dass in einer Partnerschaft mit Kind vor allem der Mann das Geld für die Familie nach Hause bringt. Plan International hat junge Social-Media-Nutzer befragt, und ein Drittel der befragten Frauen und über die Hälfte der befragten Männer sagt, dass es nicht schlimm ist, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger Lohn erhalten als Männer. Meine Damen und Herren, das zeigt, Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist kein Problem, das sich von Generation zu Generation reduziert. Das zeigt uns, Geschlechtergerechtigkeit ist ein Ziel, was wir uns bewusst gesetzt haben, aber das wir auch jeden Tag verteidigen müssen und für jeden Tag streiten müssen. Eine der besten Dirigentinnen unserer Zeit, Qian Zhang, hat einmal gesagt, wenn Mädchen sehen, dass Frauen die Arbeit leisten, dann können auch sie sich das zutrauen. Und das sieht nicht nur Qian Zhang so, sondern das zeigen auch viele, viele Studien. Wir brauchen also zwei Dinge. Erstens Frauen in herausragenden Positionen aller Berufsfelder. Und um das zu schaffen, müssen wir in Parteien, aber auch in Unternehmen, in Verbänden mutige Ziele auch in Sachen Parität haben. Zweitens eine Gesellschaft, die diese Frauen sichtbar macht und sie scheinen lässt, damit klar wird, für Mädchen gilt nicht nur dieser eine Lebenslauf, auch nicht diese 100 Geschichten in dem Buch Rebel Girls. Ob hier im Bundestag, in Unternehmen, in Universitäten, im öffentlichen Raum, in Kunst oder Kultur, muss feststehen, jedes Mädchen schreibt seine ganz eigene Geschichte. Sie soll werden, was sie will. Und wir sollten ihr dabei helfen. Vielen Dank. Güde Jensen für die FDP-Fraktion in der Debatte zum Internationalen Frauentag. Und jetzt kommt der erste Mann, der in dieser Debatte spricht. Und Achtung, Spoiler, er wird auch der Einzige sein. Diese Debatte ist wichtig und sie ist jedes Jahr wichtig.
Solange es noch Frauen gibt, die diskriminiert werden, weil sie eine Frau sind, solange es Frauen gibt, die geschlagen werden, die Missbrauch erleben, weil sie Frauen sind, müssen wir hier im Deutschen Bundestag zu diesem 8. März diese Debatte auch führen. Und es ist eine Bestandsaufnahme. Und es gab zu jeder Zeit und zu jeder Epoche Menschen, die sich eingesetzt haben, Frauen, aber auch Männer, die die Situation in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja verbessert haben. Die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts 1918, aber auch Artikel 3 Absatz 2 1949. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und es geht heute in der Debatte, Frau Kollegin, um die Umsetzung dieser Gleichberechtigung. Und da haben wir tatsächlich noch einiges zu tun, obwohl in den letzten Jahren auch viel getan wurde. Das muss man konstatieren. Aber es gibt und es bleiben Herausforderungen mit Blick auf die Situation der Rechte von Frauen in diesem Land. Und vieles wurde bereits gesagt zum Thema der Situation. Ich will gleich auf das Thema der körperlichen Unversehrtheit kommen, als eine, wie ich finde, weitere herausragende Situation, die wir angehen müssen. Und wir haben den Internationalen Frauentag. Und wir haben diese Woche viel gesprochen über die Situation von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln, auf dem Territorium der Europäischen Union. Und wir haben zu Recht die Situation von Kindern angesprochen, die Missbrauch erleben, die Gewalt erleben, die in teilweise unerträglichen Zuständen leben müssen. Ich will an dieser Stelle auch mal appellieren, gerade auch Frauen sind betroffen auf den griechischen Inseln. Und wir müssen dringend etwas tun, damit auch die Frauen, die Schwangeren, die Mütter mit Säuglingen, damit es denen endlich besser geht. Das wäre auch ein Auftrag von uns hier aus der Debatte heraus, den zu setzen. Und dann hat die Kollegin der AfD angesprochen, diesen Genderwahn. Und dann bin ich schon beim Thema Gewalt. Es ist kein Genderwahn, wenn jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird von ihrem Partner oder dem ehemaligen Partner. Es ist auch kein Genderwahn, wenn 40% der über 16-Jährigen bereits sexualisierte Gewalt oder körperliche Gewalt erlebt haben. Und es ist auch kein Genderwahn, wenn in dieser Stunde, in der wir diskutieren, eine Frau wieder körperlich verletzt wird. Gewalt gegen Frauen kommt überall vor, zu Hause, in Schulen, Universitäten, am Arbeitsplatz, auf der Straße. Und deswegen ist es so, dass wir dieses Thema, dieses Gewaltthema auch weiter ansprechen werden. Menschenrechte haben kein Geschlecht. Das hat Hedwig Dormer gesagt, deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Sprechen wir also über diese Menschenrechte. Richtig ist, und das war auch gut, dass wir 2018 die Istanbul-Konvention in Deutschland, dass sie in Deutschland in Kraft getreten ist. Damit haben wir uns dazu verpflichtet, dass alle staatlichen Organe die Verpflichtung aus dieser Konvention umsetzen müssen. Bund, Länder, Kommunen, aber auch diejenigen, die in der Gesellschaft Verantwortung tragen, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Und das war 2016 die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Nein heißt Nein. Ich gestehe ein, nach einer viel zu langen Debatte. Aber am Ende war das Ergebnis wichtig. Und das Ergebnis war, dass wir klar gesagt haben, ohne Wenn und Aber, Gewalt darf es nicht geben. Nein heißt Nein. Das ist der runde Tisch seit 2018 auch zu den Frauenhäusern. Wir haben immer deutlich darauf verwiesen, es ist nicht nur Aufgabe des Bundes, sondern auch Aufgabe der Länder und Kommunen, die Finanzierung sicherzustellen. Aber wenn es darum geht, dass etwa 16.000 Frauen Zuflucht in Frauenhäusern suchen, aber Schätzungen zufolge mehr als 14.600 Plätze fehlen, dann ist es auch unsere Aufgabe, endlich gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir genug Plätze in Frauenhäusern haben und dass endlich die ambulanten Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen ausgebaut werden. Angesprochen wurde bereits das Programm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen in einer Gesamtsumme von 120 Millionen Euro für die nächsten Jahre für den Ausbau dieser Beratungsstellen und dieser Frauenhäuser. Die Initiative Stärker als Gewalt als Teil des Aktionsprogramms, einer Initiative, die ein gesellschaftliches Klima fordert, die Gewalt verurteilt, die Motivation fördert, auch einzuschreiten und zu helfen und bestehende Hilfsangebote für Betroffene bekannter zu machen. Und natürlich in den letzten Jahren das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, was mittlerweile in 17 Fremdsprachen für eine Erstberatung zur Verfügung steht für betroffene Frauen. Auch dieses war eine der Maßnahmen der letzten Jahre. Und insoweit werden wir daran weiterarbeiten. Wir als Union haben ganz deutlich gemacht, auch in den Gesprächen mit der Koalition, da sind wir aber einer Meinung und einer klaren Position, dass dieses Thema Gewalt gegen Frauen einen zentralen Bereich in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch einnehmen wird. Da betrifft es auch die Fragestellung Schwangere in Notlagen, zum Beispiel das Projekt Schwangerschaft und Flucht von Donum Vitae, was wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion ja auch unterstützt haben. Insoweit
kann ich sagen, erstens, es hat sich in den letzten Jahren in der Koalition viel zu dem Thema entwickelt und vieles wurde auf den Weg gebracht. Das muss jetzt verstetigt werden. Für Gewalt gibt es in unserer Familie, in unserer Gesellschaft keinen Platz. Und wie gesagt, solange eine Frau, ein Mädchen in diesem Land noch Gewalt erfährt, weil es eine Frau ist, solange sind wir aufgerufen, dieses abzustellen. Und solange werden wir hier zum 8. März auch diese Debatten führen, weil sie wichtig sind und weil sie für uns auch einen Impuls geben, weiterzuarbeiten für die Umsetzung der Gleichberechtigung. Vielen Dank. Markus Weinberg für die Unionsfraktion. Neben Sönke Rix der einzige Mann, der sich in Sprecherfunktion um diesen Themenbereich Familie, Senioren, Frauen und Jugend kümmert. Die nächste Rednerin ist Doris Achelwilm aus der Linksfraktion. Wann ist eigentlich der Frauentag erreicht, ab dem wir sagen können, Glückwunsch, was für eine Aufgabe, aber es ist geschafft. Das Weltwirtschaftsforum hat berechnet, nach aktuellem Schneckentempo dauert es noch rund 100 Jahre, bis die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit erreicht ist. So lange können und werden wir nicht warten, das ist ein Versprechen. Und die GroKo, sie sollte es auch nicht, wenn 2020 noch das Jahr der Gleichstellung werden soll. Das Entgeltgleichheitsgesetz, das wenig Wirksamkeit zeigt, muss jetzt nachgeschärft werden. Seit Beginn der Legislatur wird sich auf den Standpunkt zurückgezogen. Das ist der große Wurf gegen die Lohnlücke von 21%. Wartet ab. Wenn dieses Gesetz aber nur in der Theorie funktioniert, hilft kein Warten. Dann braucht es gegen Lohndiskriminierung das Verbandsklagerecht, damit Frauen bei der Durchsetzung ihrer Rechte nicht alleine dastehen. Dann müssen mehr Betriebe verbindlicher in die Pflicht genommen. Dafür ist es jetzt an der Zeit. Zudem führt kein Weg daran vorbei, gleichstellungspolitisch, dass Fürsorgearbeit wie zum Beispiel die Altenpflege grundsätzlich besser bezahlt wird. Auch ein Thema sollte das in dieser Legislaturperiode viel zu kurz kommende Ehegattensplitting sein. Mit seinem Effekt, dass es Frauen auf Zuverdienstrollen abonniert, muss es abgeschafft werden letztlich. Es braucht die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Arbeit und freier Zeit. Die Verantwortung für die Erledigung zu Hause ist eine Aufgabe für alle. Das sollten wir sehr viel stärker organisieren. Von der Wirtschaft muss Gleichstellungspolitik deutlich mehr fordern als handverlesene einzelne Frauenplätze in DAX-Vorständen. In welcher Zeit leben wir? Es ist gut, wenn die ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie sich verstärkt einer geschlechtergerechten Haushaltspolitik widmen will. Äußerst sinnvoll wäre außerdem, eine ordentliche Besteuerung privaten Reichtums in den Fokus zu nehmen. Finanzielles Vermögen ist nämlich aus Gründen eine absolute Männerdomäne, während Armut aus Gründen vor allem Frauen trifft. Gute Gleichstellungspolitik ist immer auch Armutsbekämpfung und mehr für alle. Letztes Jahr haben wir auf 100 Jahre Frauenwahlrecht zurückgeblickt und viel über die ungleiche Vertretung der Geschlechter in den Parlamenten gesprochen. Für ein paar Jubiläumswochen zeigte sich fraktionsübergreifend das Bewusstsein, dass 30% Frauen hier im Haus ja tatsächlich nicht die Hälfte sind und Ausgleichendes passieren muss. Bedauerlicherweise wurde diese Tür recht bald auch wieder zugemacht. Für ein Paritätgesetz fehlt leider der Mut. Herr Merz von der CDU, er ist schon angesprochen worden, hat das Drama dieser Tage auf seine Weise auf den Punkt gebracht. Als Vorschlag zur Güte sprach er sich gönnerhaft für eine Frauenquote in seiner Fraktion von 25% aus. Die Hälfte der Hälfte, die Frauen zusteht, ist seiner Meinung nach gerade genug. Ansonsten werden ja Männer diskriminiert. Was für eine traurige Perspektive. Da werden wir auf jeden Fall gegen angehen. Das kann so nicht stehen bleiben. Am 8. März demonstrieren wir als Linke mit lokalen Streikinitiativen weiter ums Ganze. Dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen, dafür, dass Alleinerziehende gesellschaftlich breit unterstützt werden. Zeit, Macht und Geld müssen endlich gerecht verteilt, Pflege und Fürsorge diskriminierungsfrei geregelt werden. Raus aus dem Schneckentempo. Es ist an der Zeit. Vielen Dank. Sagte Doris Achelwilm und sie war die drittletzte Rednerin in der Debatte zum Internationalen Frauentag, in dem es in erster Linie um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht in Gesellschaft, Politik und natürlich auch in der Arbeitswelt. Ulle Schaufs aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin. Wir wollen keine Rosen, wir wollen gleiche Rechte. Diese Forderung der Frauenbewegung ist sehr alt, aber sie verliert am Internationalen Frauentag 2020 nicht an Brisanz. Auch heute müssen Frauen um die gerechte Verteilung von Geld, Macht und Verantwortung kämpfen. Sie leisten immer noch den Löwenanteil der Care-Arbeit und Geschlechterstereotype stehen Frauen immer noch im Weg.
Gleichzeitig bekämpfen die Rechtsextremen frauenpolitische Errungenschaften. Der Feminismus ist für ihr Weltbild eine Bedrohung. Ja klar, denn Frauen sind weltweit die wichtigsten Akteurinnen für Demokratie und Menschenrechte. Und für uns sind Demokratie und Feminismus unteilbar. Liebe Kolleginnen, besonders am Herz liegen mir der Kampf gegen Gewalt an Frauen und die körperliche Selbstbestimmung von Frauen. Wir haben es hier mit einem paradoxen Status quo zu tun. Beim Schwangerschaftsabbruch von Frauen, wo Frauen selbst entscheiden sollten, mischt sich der Staat ein. Beim Gewaltschutz, wo Frauen dringend mehr Rechte und Schutz durch den Staat brauchen, werden sie oft im Stich gelassen. Das macht doch sehr klar, wie viel noch im Argen liegt. Gewalt gegen Frauen ist in unserer Gesellschaft ein allgegenwärtiges Problem. Seit Jahrzehnten wird Frauen nicht der Schutz gewährt, den sie brauchen. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist die bittere Wahrheit. Dass Schutzplätze in Frauenhäusern fehlen, ist ewig bekannt. Wir Grüne fordern darum einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz, auch im Sinne der Istanbul-Konvention. Unsere Anträge liegen vor. Und damit können Sie im Bund auch tatsächlich langfristig in die Finanzierung einsteigen. Frauenhausplätze ausbauen, das wäre für Frauen in Not eine echte Verbesserung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wollen, werden durch strafgesetzliche Regelungen kriminalisiert. Der Staat verwehrt es Frauen, ohne staatliche Bevormundung über ihren Körper entscheiden zu können. Den 219a beizubehalten, anstatt ihn ersatzlos zu streichen, bleibt unverantwortlich. Die Situation für ungewollt Schwangere und für Ärztinnen ist in keinster Weise besser geworden. Ärztinnen werden weiter verklagt und verurteilt, und sie müssen ihr Recht jetzt beim Bundesverfassungsgericht selbst erstreiten. Und ich sage Ihnen, das ist ein Unding. Der 219a muss weg, und zwar vollständig. Verschlechtert hat sich die Versorgungslage für ungewollt Schwangere. Die Anzahl von Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist deutlich rückläufig. Und das macht uns wirklich Sorge. Und Sie als Bundesregierung haben es bis heute nicht mal geschafft, die Listen der Praxen zu vervollständigen. Das zeigt uns eines: Es ist Ihnen alles nicht wichtig. Und das ist bitter für die Frauen. Ich sage Ihnen, ein Eingriff des Staates in die Selbstbestimmung von Frauen ist nie zu rechtfertigen. My Body, My Choice, das ist und bleibt die zentrale Forderung, gerade auch am Internationalen Frauentag. Vielen Dank. Vielen Dank. Leni Breimeyer, SPD, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Tribünen! Die EU-Kommission veröffentlichte gestern pünktlich zum Internationalen Frauentag ihre Gleichstellungsstrategie für die nächsten 5 Jahre. Das ist eine gute Nachricht für alle Frauen in Europa. Ich wünsche Helena Dalli, der Kommissarin, viel Biss, Unterstützung und genug Geld bei der Umsetzung ihrer vielfältigen und ambitionierten Vorhaben. Und dass unsere Ministerin Franziska Giffey dazu eine nationale Gleichstellungsstrategie auf den Weg gebracht hat, ist eine gute Nachricht für alle Frauen in Deutschland. Dass für die Umsetzung der europäischen Gleichstellungsstrategie der Gender-Mainstreaming-Ansatz ausdrücklich gestärkt werden soll, macht mich zuversichtlich. Und Frau Harder-Kühnel, das Gender ist keine Verhunzung der deutschen Sprache, es ist eine Ergänzung der deutschen Sprache, weil wir manchmal einfach ein bisschen arm sind. Bei uns gibt es einfach nur das Wort Geschlecht, und es steht einfach für das biologische Geschlecht. Und in England haben sie einfach auch noch ein Wort für das soziale Geschlecht, biologisches Geschlecht. Geschlecht ist dort Sex, und soziales Geschlecht ist Gender. Da fehlt uns das Wort, und deshalb wenden wir eben in Deutschland dieses Wort an, und alle außer Ihnen halten es eigentlich auch aus. Und wenn wir Frauenpolitik machen,
Dann versuchen wir, den großen Berg an Benachteiligungen abzutragen mit unterschiedlichen Werkzeugen. Mal ist es der Teelöffel und mal ist es der Schöpflöffel. Und während wir diesen Berg abtragen, sitzen an irgendeiner Stelle hinterm Berg welche, die mit der Kohlenschaufel weitere Benachteiligungen anhäufen. Und hier setzt der Gender-Mainstreaming-Ansatz an. Wir müssen die mit der Kohlenschaufel abschaffen. Wir müssen bei allen Beschlüssen, bei allen Verordnungen, bei allen Gesetzen, bei Tarifverträgen, bei allem, was geregelt wird, prüfen vor der Entscheidung, wie wirkt sich das, was da entschieden werden soll, was geplant ist, auf Männer aus und wie wirkt sich es auf Frauen aus. Und stellt man fest, dass ein Geschlecht benachteiligt ist, dann muss die Entscheidung anders getroffen werden. Und wenn wir das bei allen anfallenden Entscheidungen konsequent anwenden, dann sind wir in 5 Jahren einen guten Schritt weiter und dann ist der Berg an Benachteiligungen irgendwann auch abgetragen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ein Ziel an diesem Frauentag 2020 ist die gerechte Verteilung der bezahlten Erwerbsarbeit und der unbezahlten Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir Frauen mit wirklich großartigen Programmen unterstützen. Gestern debattierten wir über die Ganztagsbetreuung in Grundschulen und nicht gleichzeitig die Männer in die Pflicht nehmen. Wenn die Frauen 75% der Sorgearbeit, der Familienarbeit stemmen, ist an echte Gleichberechtigung nicht zu denken. Wenn wir größere Anteile an der bezahlten Arbeit übernehmen, müssen wir unbezahlte Arbeit abgeben. Lassen wir die Männer mit aufs Spielfeld und sie nicht nur auf der Tribüne wohlwollend applaudieren, wenn wir am Frauentag unsere Ansprüche formulieren. Natürlich brauchen wir gute Arbeitszeitmodelle, höhere Tarifbindung, mobiles Arbeiten, Grundrente, gerechte Bezahlung, ein Verbandsklagerecht und so weiter. Aber wenn es bei uns weiter so läuft, wie das Wissenschaftszentrum Berlin jüngst ermittelt hat, dass Mütter bei Bewerbungen massiv benachteiligt werden, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass Sorgearbeit nicht alleine mit Frauen nach Hause geht. 25 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking ist es Zeit für Veränderung. Ich wünsche allen Frauen einen wunderbaren und kämpferischen Frauentag, wenn die Debatte, die wir heute führen, vor Ort fortgeführt wird. Danke an all diejenigen, die vor Ort in vielen, vielen Städten, in vielen Initiativen die Frauentagsveranstaltungen organisieren. Und immer daran denken: Wir wollen nicht die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei. Und weil wir vom Internationalen Frauentag, weil wir den Internationalen Frauentag feiern, noch einen letzten Satz zum Schluss. Ich habe heute Morgen im Tagesspiegel gelesen von Huda Kaiti, die in Idlib leidet. Und die hat uns auf den Weg gegeben: Wir wünschen uns nur in Sicherheit zu leben, mehr nicht. Wir wollen weder nach Europa, noch wollen wir ein Luxusleben, nur Sicherheit. Meine solidarischen Grüße gehen auch an die Frauen und Kinder in Idlib. Dankeschön. Leni Breymeier für die SPD-Fraktion richtet den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus oder, um in ihren Worten zu bleiben, über die deutsche Bäckerei hinaus. Und der Ansager hat es heute nicht so mit dem Zählen, denn Leni Breymeier war erst die drittletzte Rednerin. Das heißt, jetzt kommen noch zwei und davon ist die nächste Yvonne Marquas aus der Unionsfraktion. Der Internationale Frauentag ist immer wieder ein guter Anlass zu schauen, wie steht es denn um die Gleichberechtigung. Und vor 25 Jahren wurde bei der 4. Weltfrauenkonferenz die Pekinger Erklärung verabschiedet. Damals wurden strategische Ziele und Maßnahmen beschlossen, um die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen weiter voranzutreiben. Die Erwartungen waren groß. 25 Jahre nach Peking müssen wir jedoch feststellen, dass der Fortschritt bei der Gleichstellung von Frauen und Mädchen weltweit viel zu langsam vorangekommen ist. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder in Italien, ist sogar ein Rückschritt feststellbar. Bis heute wurde die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen in keinem einzigen Land erreicht. So heißt es in der Erklärung zum 25-jährigen Jubiläum der 4. Weltfrauenkonferenz. Dieses Fazit muss uns traurig stimmen. Frauenrechte sind nämlich Menschenrechte. Die volle und gleichberechtigte Teilhabe sind vorrangige Ziele der internationalen Gemeinschaft. Wir alle, meine Damen und Herren, profitieren von einer wohlhabenderen, gerechteren und friedlicheren Welt. Deshalb darf Frauenpolitik
auch nicht an der Landesgrenze enden, wo Frauen massiv benachteiligt, am Zugang zu Bildung gehindert oder wo sie brutaler Gewalt ausgesetzt werden. Da stehen wir auch in der Pflicht. Und deshalb ist die Förderung der Gleichberechtigung auch schon seit vielen Jahren ein Schwerpunkt der deutschen Entwicklungspolitik und muss es auch in Zukunft weiter bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Blick nach Deutschland nun. Seit dem ersten Weltfrauentag haben wir in Deutschland für die Gleichberechtigung von Frauen viel erreicht. Und darauf können wir auch stolz sein. Luft nach oben bleibt natürlich immer. Schon allein der Blick auf den niedrigen Frauenanteil hier im Deutschen Bundestag zeigt das. Ich bleibe aber zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen Schritt vorankommen. Wir dürfen aber nicht nur auf die Frauen hier im Parlament schauen. Frauenpolitik darf kein Privileg für wenige sein. Frauenpolitik ist so vielfältig, wie Frauen es selbst sind. Sie umfasst alle politischen Bereiche, ist Querschnittsthema und muss sich auch an alle Generationen richten. Unsere Aufgabe ist es, die politischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass jede Frau ihren Lebensentwurf auch leben kann. Frauen wollen und können selbst entscheiden, wie sie leben wollen, wie sie Familie mit Erwerbstätigkeit auch vereinbaren wollen. Was ist aber dazu grundlegend noch notwendig? Aus meiner Sicht müssen vor allem gesellschaftliche Normenvorstellungen, stereotypische Rollenbilder auch noch mehr aufgebrochen werden. Drei Punkte dazu. Familienarbeit muss gleichermaßen von Mamas und Papas erledigt werden. Haushalt und Kinderbetreuung ist genauso Männersache, muss partnerschaftlich aufgeteilt sein. Noch immer tragen Frauen den größten Teil der Familienarbeit, müssen Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Dies zu ändern, das schafft man auch nicht mit Gesetzen, sondern es bedarf ein Mehr an Umdenken in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, in der breiten Bevölkerung. Ich bin der Meinung, Väter sind starke Männer, wenn sie sich um die Familie kümmern. Und Mamas lieben ihre Kinder genauso, auch wenn sie Karriere machen. Tragen wir das nach außen. Ein weiterer Punkt, der heute immer wieder angesprochen wurde, ist das Thema Gehaltsunterschiede. Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen darf es nicht mehr geben. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liegt der als gerecht empfundene Lohn für Männer um 3% höher als der gerecht empfundene Lohn für Frauen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das führt dann nämlich dazu, dass zwischen Frauen und Männern bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit in Deutschland noch immer die 6%ige reale Lohnkluft besteht. Und darum müssen wir auch an die Gehaltslücke im Kopf ran. Frauen und Männer verdienen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Und ein dritter Punkt, der mir noch wichtig ist. Führung muss in Teilzeit möglich sein. Familie und beruflicher Aufstieg darf sich nicht ausschließen. Es darf kein Entweder-Oder geben. Es gibt inzwischen vorbildliche Unternehmen und Behörden, die Führung in Teilzeit ermöglichen. Das ist klug und auch zukunftsorientiert gehandelt. Denn wir brauchen in Deutschland dringend gute Führungskräfte auf allen betrieblichen Ebenen. Und deshalb können wir uns es auch gar nicht leisten, gut ausgebildeten Männern und Frauen, die Beruf und Familie miteinander vereinbaren wollen, keine entsprechenden Angebote zu machen. Hier wünsche ich mir noch mehr Offenheit und Flexibilität von den Unternehmen. Kurzum, meine Damen und Herren, der Internationale Frauentag steht in diesem Jahr unter dem Motto Each for Equal, jeder für Gleichberechtigung. Frauenpolitik ist somit auch Männersache. Unser Grundgesetz gibt uns unter Artikel 3 Absatz 2 den Auftrag zur Förderung von Gleichberechtigung. Sehen wir es als Verpflichtung und als normalste Aufgabe der Welt an. Vielen Dank. Yvonne Marquardt aus der Unionsfraktion, unter anderem zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da weiß sie, wovon sie redet, denn sie ist vor nicht allzu langer Zeit Mutter geworden. Silke Launert ist die nächste Rednerin und auch die letzte in dieser Debatte zum Internationalen Frauentag. Sehr geehrte Damen und Herren,
Halt deinen Mund. Stell dich nicht so an. Du bist es nicht wert. Sätze, die ein Schlag ins Gesicht sind. Sätze, die tiefe Wunden hinterlassen. Sätze, die sich Millionen von Frauen anhören. Auch im Jahr 2020, also mehr als 100 Jahre nach Einführung des Weltfrauentages, werden Frauen auf der ganzen Welt noch zu Opfern von Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung. Ein grausames Beispiel in diesem Zusammenhang ist die weibliche Genitalverstümmelung. Und wir sind nun mal beim Weltfrauentag und da muss man alle Benachteiligungen und Grausamkeiten gegenüber Frauen ansprechen. Ich erwähne es deshalb als erstes, weil wir diese Woche im Familienausschuss einen einstündigen Fachvortrag, Gespräch dazu hatten. Und ich glaube, alle Anwesenden hat es tief berührt. Auch meine beiden Praktikantinnen nehmen sehr viel aus diesem Gespräch mit. 200 Millionen Frauen und Mädchen sind beschnitten. 98% der Mädchen und Frauen in Somalia sowie 87% der Mädchen und Frauen in Ägypten, und es sind nur einige Zahlen, sind Opfer dieser grausamen Praktiken geworden. Einer Praktik, ja, die zu unfassbar starken körperlichen Schmerzen und lebenslangen Beeinträchtigungen führt. Einer Praktik, die neben den psychischen Wunden auch tiefe seelische Spuren hinterlässt. Posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen, Depressionen. Und das, obwohl Beschneidung in den meisten dieser Länder übrigens auch verboten ist, tun es die meisten übrigens auch Mütter ihren Töchtern an. Warum? Weil eine nicht beschnittene Frau als unrein gilt und sonst in der Gesellschaft meinen sie keine Chance hat. Ein weiteres Beispiel, eine weitere Zahl. 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter gehen nicht in die Grundschule. 34 Millionen Mädchen, also keine Chance auf Bildung, keine Chance auf ein besseres Leben, keine Chance, als Frau selbstbestimmt leben zu können, also leben in Armut oder Abhängigkeit. Eine weitere grausame Realität, Zwangsehen. 650 Millionen Mädchen und Frauen wurden vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet. Das Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass jedes Jahr rund 12 Millionen Mädchen zu einer Zwangsehe gezwungen werden. Man muss sich mal in die Lage dieses Mädchen hineinversetzen. Diese Mädchen leben auf dieser Welt. 12 oder 13 Jahre verheiratet und wenn man Pech hat, vielleicht mit so einem 70-Jährigen. Stellen Sie sich das einfach einmal vor. Das passiert in anderen Teilen der Welt. Gewalt. In welcher Form auch immer, ist ein weiteres Thema, das Millionen von Frauen betrifft. Jede dritte Frau weltweit ist laut Expertenschätzungen schon mal Opfer von Gewalt geworden. Und das erleben wir auch hierzulande. Und zwar in allen Schichten und Altersgruppen. 81,3% der registrierten Opfer von versuchter und vollendeter Gewalt waren Frauen. Also mehr als 4/5. In den Deliktsbereich Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigung in Partnerschaften sogar bei 98,4%. Das sind jetzt nur Zahlen. Wir haben es schon gehört, an jedem dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner in Deutschland getötet. Die Dunkelziffer ist weit auch höher. So, der Kampf gegen Frauen ist noch lange nicht gewonnen, an keinem Ort der Welt. Und jetzt könnte man verzweifeln und sagen, ja, wir schaffen ja eh nichts. Wir bewirken eh nichts. Was wollen wir da machen? Jedes Jahr halten wir hier schöne Reden, immer wieder ähnlich, und es passiert nichts. Nur ganz ehrlich, wir können nicht, wir können und dürfen uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Frau Launer, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Können wir hinterher machen. Bitte? Danach. Bitte Sie, keine Zwischenfrage. Danke. Sie können, die Redner können grundsätzlich nicht entscheiden, dass es Nachreden, Zwischenbemerkungen gibt. Und es gibt auch nach Schluss der Debatte keine Zwischenbemerkungen mehr. Aber Sie gestatten keine Zwischenfrage. Also man muss aber auch sehen, jetzt mal ein bisschen positiver, was wir alles schon bewegt haben. Man kann sich das nicht vorstellen, aber bis zum Jahr 1958 konnte eine Frau ohne Einwilligung des Mannes auch in Deutschland noch kein Konto eröffnen.
bis 1977 ohne Erlaubnis des Mannes noch nicht arbeiten. Das sind doch Signale. Vergewaltigung der Ehe ist inzwischen strafbar. Nein heißt nein. Ich weiß, dass es für die Praxis, die Staatsanwaltskollegen, ganz Herausforderungen hat. Aber in der Sache ist es genau richtig. Prostituiertenschutzgesetz, Kinderehen, wir haben in diesen Bereichen in den letzten Jahren Schritte gemacht. Mehr Mädchenzugang zur Bildung haben wir auch weltweit inzwischen. 15% ist die Rate gesunken der Mädchen, die nicht in die Schulen gehen. Also auch weltweit eine Verbesserung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir dürfen nicht wegsehen. Und eins muss klar sein, wir müssen immer weiter kämpfen. Denn es darf nicht sein, dass eine Frau auf dieser Welt noch sich die Sätze anhören muss: Du bist es nicht wert. Vielen Dank.